ist jetzt einfach ein Change-Management-Prozess angestoßen worden. Und das heißt immer, und das ist, da waren wir vorher, vor Corona, alles Neue ist erstmal, stößt auf Ablehnung. Das heißt, ja, wir haben doch immer schon das so gemacht, ich bin doch immer nach Singapur geflogen, warum soll ich jetzt mit dem sprechen und so weiter? Massive Ablehnung. Und irgendwann kommt dann der Prozess, dass man sich dran gewöhnt hat und dass dann auch das Neue, das Alte ablöst. Wir haben Sonntag, den 19. April 2020. Mein Name ist Daniel Sprügel, Gründer von Sportsmaniac und der Podcast-Agentur Maniac Studios. Und an meiner Seite ist auch hier in der vierten Ausgabe vom Sports Business Real Talk wieder Michael Schillinger, langjähriger Unternehmer und CEO und Partner der Sportsponsoring-Agentur Apollo 18. Grüß dich, Michael. Hi. Hallo, Daniel. Vorweg, wir haben eine Pause gemacht zu Ostern, sind mal ein bisschen runtergekommen. Du hast letzte Woche geschrieben, wollen wir es durchziehen? Und ich habe einfach gesagt, hey, ich brauche jetzt mal 4 Tage Ruhe nach dem sehr, sehr intensiven März, sowohl arbeitstechnisch als auch privat. Kannst du auch ein Lied von singen, denke ich. Vielleicht einmal zu heute im Vorausblick. Wir haben ja im letzten Format mit Philipp Reinhardt gesprochen, freiberuflicher Fotograf und Filmemacher. Ganz interessant, wie sein Aspekt da auf die Krise ist. Von 100 auf 0 Projekte weggebrochen sind, wie Großveranstaltungen, der einfach jetzt neue Projekte sucht und gucken muss, wie er das Jahr über neue Projekte bekommt. Und heute gehen wir einen anderen Aspekt rein. Wir haben nämlich heute jemand aus dem Bereich Psychologie. Wir haben Professor Dr. Sven Lindberg mit zu Gast, Entwicklungspsychologie-Professor an der Universität Paderborn und Sport-Startup-Gründer gleichzeitig von Fansiety. Und deswegen auch ein herzliches Willkommen an dich, Sven. Grüß dich. Ja, hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen in der Runde. Wir wollen heute wie immer nochmal einen Rückblick werfen auf die letzten Wochen, was sich bei Apollo 18 bei Michael getan hat und dann auch relativ schnell Sven mit an Bord holen. Seinen Eindruck, wie bei ihm die letzten 4 Wochen waren, sowohl an der Uni als auch mit seinem Startup und dann auch mal Dinge anzusprechen wie Homeoffice, welche Auswirkungen die Isolation auf uns Menschen hat, die negativen als auch positiven. Was bleibt nach der Krise davon? Wie verändert sich das Verhalten? Und was macht die Isolation mit uns? Ganz viele tolle Aspekte. Ich will aber hier keinen Monolog halten, sondern Michael wieder reinholen. Was war denn bei dir die letzten 2 Wochen los? Was hat sich bei dir getan? In der gesamten Agenturlandschaft oder Sportlandschaft hat sich ja ganz, ganz viel getan. Ich glaube, mittlerweile ist überall klar geworden, was diese Krise ausgelöst hat. Ich möchte nicht sagen, dass ich in der ersten Folge noch belächelt wurde, das sicher nicht. Wir wurden da beide sehr, sehr ernst genommen und jeder hat, glaube ich, gespürt, was die Krise macht. Aber ich glaube, mittlerweile ist klar, dass sich dem keiner entziehen kann. Es kursieren ganz furchtbare Zahlen, dass von mehrere Bundesligisten kurz vor der Insolvenz stehen, wenn es nicht wieder beginnt, die Bundesliga-Saison im Handball, Eishockey, Volleyball und so sieht es sehr ähnlich aus. Also ich glaube, die Krise ist mittlerweile im Bewusstsein aller total angekommen. Und wir haben auch die Reaktionen der Politik, die da drin sind. Ich habe dann die Pause über Ostern genutzt und dachte, okay, was kann ich machen? Wir machen keinen Podcast, was völlig in Ordnung war. Und habe mich dann dran gemacht, mal einen offenen Brief zu schreiben, beziehungsweise auch den tatsächlich wegzuschicken an den Herrn Altmaier. Habe da mal formuliert als konstruktiver Vorschlag, wie Hilfe aussehen könnte oder sollte aus Sicht des Unternehmers. Kann sich jeder mal durchlesen auf meinem LinkedIn-Profil. Ich habe da sehr, sehr viel Feedback bekommen und sehe da auch in den Statistiken, dass das Thema tatsächlich wirklich bewegt. Also ich habe es bei den Artikelansichten, bin ich etwa bei 500. Die Impressions sind etwa das 10-fache. Und ich habe tatsächlich hier 63 Geschäftsführer, die den Artikel angeschaut haben, plus 31 Gründer. Man kann sagen, etwa 100 Personen, die unternehmerisch tätig sind, haben diesen Artikel angeschaut, haben den geliked. Und da sehe ich schon, dass da eine Notwendigkeit da ist, was zu tun, weil die KfW-Hilfskredite noch nicht so sind, dass sie wirkliche Hilfe sind. Also ich finde es toll, dass etwas passiert, dass die KfW etwas tut im Auftrag der Politik. Was die Hausbanken damit machen, ist dann halt so eine Frage. Und ist auch die Frage, inwieweit das wirkliche Hilfsprogramme sind. Wenn ein Freund mich um Hilfe bittet und braucht 1.000 Euro, dann gebe ich ihm 1.000 Euro, würde aber niemals sagen, übrigens, für die 1.000 Euro gibst du mir ab in 3 Monaten pro Monat 100 Euro zurück, das über 12 Monate sind 1.200. Und wenn du nach 6 Monaten schon alles zurückzahlen möchtest, dann nehme ich trotzdem die 1.200, weil das unser Deal ist. Das ist ein Deal, das ist keine Hilfe. Und genauso verhält sich es jetzt mit den Hilfskrediten. Das sind Deals mit 3% Zins. Das hat mir noch nicht ausgereicht als wahre Hilfe, wenn man es so titulieren möchte. Und deswegen eben diesen offenen Brief, der sehr gut ankam.
Parallel dazu hat der Verband der Eventagenturen Pharmab die erste Insolvenz vermeldet, wobei man da auch schon sagen muss, dass das natürlich schon extrem schnell ist. Ich glaube, wenn man so den Fall von Vapiano ansieht, da gibt es sicherlich auch Firmen, die auf der Corona-Welle relativ schnell diese Hilfen in Anspruch nehmen wollen. Wir sind weit, weit, weit entfernt von der Insolvenz, weil wir halt gut gewirtschaftet haben. Das sehe ich ja überhaupt nicht kommen. Aber man merkt schon, dass es einfach so richtige Furchen zieht, Gräben schafft und es in der Realwirtschaft tatsächlich ankommt, die Krise. Wichtigste Frage, hat sich denn der Herr Altmaier darauf schon gemeldet oder das Ministerium? Nein, noch nicht. Ich habe mich auch wirklich ernsthaft gefragt, ob ich eine Reaktion erwarte. Man meint ja, Politiker sind so ein Allgemeingut und die müssen sich ja melden. Ich glaube, ich erwarte da keine Reaktion. Der kriegt wahrscheinlich oder bekommt tatsächlich tausende E-Mails am Tag. Vielleicht bekomme ich auch noch eine Reaktion. Da darf man sich selber aber auch nicht so wichtig nehmen. Ich bin ein kleiner Unternehmer mit 35 Angestellten. Bin sehr gespannt, ob da noch eine Antwort kommt, aber wir werden es sehen. Ich habe ihm persönlich die E-Mail geschrieben. Weil ich denke, nur meckern hilft ja nichts. Wenn, dann muss man auch dort platzieren. Und ein offener Brief hilft ja auch nichts. Das ist auch so ans Bein pinkeln, obwohl man auf der anderen Seite des Zauns steht. Von daher habe ich ihn tatsächlich persönlich angeschrieben. Und womöglich meldet er sich. Würde mich freuen, wenn es da zum Dialog kommt. Und wenn ich in der Lage wäre, wirklich etwas zu verbessern. Naja, als regelmäßiger Hörer des Podcasts wird Herr Altmaier sicherlich jetzt auch deinen Appell auch hier im Podcast hören und dir dann hoffentlich antworten. Also wenn Sie zuhören, Herr Altmaier, schauen Sie mal Ihren Posteingang. Das ist eine wichtige Mail von Michael Schillinger mit einem tollen Vorschlag. Ich freue mich auf Feedback. Wir drücken dir die Daumen, dass es kommt auf jeden Fall. Ja, danke. Dein LinkedIn-Post verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Kann jeder nochmal nachlesen, auch gerne dir Feedback geben und so weiter. Wir kriegen ja beide weiterhin noch rege Feedback aus der Community, ja. aus der Hörerschaft. Viele, die jetzt gerade sich Sorgen machen um ihren Job, das haben wir schon mehrfach jetzt bekommen, die sich fragen, soll ich jetzt einen Masterstudiengang machen? Soll ich jetzt überhaupt, ich wollte eigentlich den Arbeitgeber wechseln oder ich habe gerade gekündigt und wie kann ich da bleiben? Sehr, sehr spannend jetzt zu beobachten, dass Menschen jetzt gerade so ein bisschen Angst haben um ihre Zukunft. Ganz banal, aber ist ja auch ein Stück weit verständlich, hat ja jeder gerade. Ich glaube, da kann Sven uns auch gleich einen viel besseren Einblick geben, was da gerade in den Köpfen der Menschen vorgeht, was das mit einem macht, so eine Krise. Und deswegen hole ich ihn mal direkt in die Runde rein. Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute am Wochenende, während andere draußen spielen oder im Vorgarten Rasenmähen, nehmen wir den Podcast auf. Vielleicht einmal, weil ich dich noch nicht ordentlich vorgestellt habe, nur als Universitätsprofessor und als Psychologie-Experte und als Startup-Gründer von Fansiety. Was muss denn der Hörer noch über dich wissen? Was ist wichtig über dich? Ja, da hast du eigentlich schon einmal einen kleinen Rundumschlag gemacht, die wichtigsten Punkte genannt. Wichtig, glaube ich, ist, dass ich zum einen diese Sachen, diese Tätigkeiten sehr gerne mache und auch jetzt tatsächlich da in vielen Bereichen selbst persönlich auch betroffen bin durch die aktuelle Situation. Das ist ja eigentlich das Besondere jetzt an der Situation, dass sie uns ausnahmslos alle betrifft. Ich wollte jetzt einfach zu dem, was du gerade gesagt hast, mit der Angst, finde ich sehr spannend, weil ich bin da natürlich auch immer aktuell unterwegs und schaue, wie sieht das aktuell aus? Und es ist tatsächlich so, dass wir vor knapp 4 Wochen noch Angstwerte von knapp 20% der Leute haben sich Sorgen gemacht. Das ist mittlerweile, geht's steil auf die 60% der Bevölkerung zu, die sich wirklich Angst und Sorgen macht. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich jetzt auch intensiv beschäftigt. Für mich persönlich ist jetzt gerade die Herausforderung. Ich bin an der Uni Paderborn tätig und vermittle da die Grundlagen der Lernentwicklung, der kognitiven Entwicklung und der psycho- und emotionalen Entwicklung. Ich tue das normalerweise mit ersten Zweitsemestern und das ist eine Sache, die fällt jetzt weg. Ich bin jetzt dabei, mich vorzubereiten, das irgendwie alles digital abzufangen. Hab da auch viele Ideen, hab da auch mich mit dir austauschen dürfen, schon den einen oder anderen wertvollen Hinweis bekommen. Und das ist so tatsächlich so eine Geschichte, wie bringt man diese Sachen zusammen, die einen zum einen selber betreffen, wie kriege ich sozusagen da meine Baustellen beackert und wie kriege ich es halt hin, trotzdem für die Personen, die ich Verantwortung trage, auch dort Präsenz zu zeigen und auch aktivieren zu können. Was macht Fansiety einmal für den Hörer? Das ist ein anderes Thema. Also es ist tatsächlich so, dass ich vor einiger Zeit mit einem Freund aus Studienzeiten noch ein Startup gegründet habe zum Thema Fußball und Fanengagement, was mittlerweile den Fußball auch mit verlassen wird, sondern auch viele Sportarten mit einbeziehen wird. Und es ging eigentlich von der Idee her, wir haben selber früher mal Managerspiele gespielt mit Leidenschaft, haben dann uns in unserem Freundeskreis über die ganze Welt verteilt,
was dazu geführt hat, dass wir die Manager-Spieler als so die letzte Verbindung so ein bisschen irgendwie hatten, stabil. Das Problem war aber, dass wir teilweise eben Fans von einem Verein waren und du kennst es selber. Ich habe das ja herausgefunden, dass du dich in Lüdenscheid ganz gut auskennst. Ich komme eher aus dem Bereich Herne West und da hat man eben seine Community und seine Leute und wichtig ist halt eben, ich weiß ganz genau, wenn zum Beispiel Schalke spielt, dann weiß ich, welche Menschen, die mir nahestehen auf der Welt, das gerade auch gucken. Das führt dann eigentlich automatisch dazu, dass ich an diese Leute denke, ich mich mit denen austauschen möchte und das ist so ein bisschen die Idee von Fairsighty gewesen, zu sagen, ich nehme mein Spiel, mein Verein, tippe auf die Leistung der Spieler und kommuniziere dann aber auch mit meinen Freunden und kann dann auch sehen, wie hat der getippt. Und wenn ich jetzt mit 10, 20 Leuten spiele, dann sehe ich halt live während des Spiels, hat er jetzt die Ballkontakte richtig vorhergesagt und so weiter. Und das hat sich so ein bisschen als ein Interesse von wenigen Personen entwickelt. Und mittlerweile haben wir da tatsächlich ein ganz gutes Ding schon zusammengestellt und stehen da eben auch im Austausch. Also da habe ich auch mit Michael auch drüber gesprochen, dass man eben dieses Zusammenbringen auf digitale Art und Weise bezogen auf Sportevents, das auch möglicherweise mit Marken in Verbindung bringt. Also das ist momentan da unser Thema. Ist vielleicht auch ganz spannend zu sehen, dass die digitale soziale Interaktion womöglich durch die Krise eben, die wird ja nicht weniger psychologisch betrachtet, nehme ich mal an, sondern bleibt gleich hoch das Interesse des Austausches unter Menschen. Und da das eben jetzt so nicht mehr funktioniert, sind es vielleicht digitale Wege, wo das besser funktioniert. Bei uns betrifft uns das ja tagtäglich durch das Thema Homeoffice, durch das Thema Videoconferencing. Und wir merken da, dass wir Führungskräfte uns deutlich, deutlich öfter abstimmen, intensiver abstimmen, weil der persönliche Austausch an der Kaffeemaschine so nicht mehr stattfinden kann. Und man dadurch weiß, welcher Kollege gerade an welchen Themen dran ist, haben wir das Gefühl, dass wir uns deutlich öfter abstimmen und die soziale Interaktion eben anders suchen. Nicht, dass wir vereinsamen, wenn man im Homeoffice ist, aber das Thema Austausch mit anderen merkt man schon so auf die Dauer, dass einem das fehlt. Ich fand so in den ersten 3 Wochen Homeoffice ging das relativ schnell. Jetzt kehrt ja wirklich eine Routine ein. Vielleicht auch so eine spannende Fragestellung für dich als Professor der Psychologie. Wie verändert sich denn das Verhalten langfristig durch die Krise oder die Krise als Auslöser geänderten Verhaltens letztendlich? Ich glaube, ich würde da tatsächlich erstmal vorweg einfach nochmal schauen, was passiert jetzt in der Krise eigentlich mit uns oder was sind für die Herausforderungen, die wir uns allen stellen müssen. Und dann halt zu schauen, was verändert sich dann möglicherweise auch während und nach der Krise. Ein großer Punkt ist, und das, ich hatte jetzt ja gerade durch die Frage von Daniel einmal gesprochen, was war jetzt die Startup-Idee und so weiter, vorweg aber auch gerade ja aktuell berichtet, was für Herausforderungen wir jetzt an der Uni haben und mit den Studierenden. Und du hast jetzt den Aspekt zum Beispiel mit deinen Mitarbeitern und der Führung eingebracht. Und wenn man das jetzt runterbricht und schaut, wie sieht's denn aus bei uns Menschen, dann haben wir eben interne Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können. Also das heißt, Dinge, die wir gelernt haben, auch unsere Konzentrationsfähigkeit, unser Wissen, was wir angeeignet haben. Also all das, was wir sozusagen in uns tragen, mit uns tragen und auf das wir zurückgreifen können, im positiven Sinne eben als Ressource. Und dann haben wir eben die externen Ressourcen, die drumherum sind. Und das ist bei jedem auch individuell verschieden. Aber das sind eben Sachen wie dieses Meetings mit Kollegen, dieses zum Kaffeemaschine gehen oder eben zum Beispiel regelmäßig draußen Sport machen und so weiter. Oder eben für den Sportfan einer der größten externen Ressourcen überhaupt zu seinem Sport zu gehen. Oder auch jetzt für mich und meinen Sohn zum Sportverein zu gehen. Das heißt, wir sind 2x die Woche sonst auf dem Platz. Das sind alles externe Ressourcen, Gewohnheiten, die uns halt helfen und die auch unsere Persönlichkeit ausmachen. Und jetzt durch dieses externe Ereignis, was ja wir in der Form so noch nie hatten, was eben jetzt weltweit eigentlich alle Menschen betrifft, brechen Ressourcen weg und wir sind erstmal mehr oder weniger auf unsere internen Ressourcen angewiesen und müssen gucken, wie gut können die das tragen, wie gut können die uns durch diese Zeit helfen und wie stark helfen sie uns zu adaptieren, weil wir müssen uns damit zurechtfinden, dass wir Beschränkungen von außen haben. Und da ist jetzt tatsächlich die Geschichte, wo wir dabei sind, alles, was bisher extern frei verfügbar war, ist jetzt limitiert. Und wir müssen schauen, wie kriegen wir das kompensiert. Und da spielt tatsächlich jetzt digitale Lösungen eine große Rolle. Also von du triffst dich mit deinen kreativen Leuten über Zoom,
Meine Schwiegermutter ist jetzt Expertin mittlerweile mit FaceTime und sie hat jetzt ihre ersten Videos gedreht und geschickt. Das heißt, die war sonst ständig bei uns. Das heißt, sie kompensiert jetzt eben diese externe Ressource, die Verbindung zur Familie, jetzt erstmal so gut es geht über digitale Wege. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt ein Bereich ist, dass die Leute gezwungen sind zu schauen, wie kriegen sie das kompensiert. Und das kann auf der einen Seite funktionieren und das fällt auch verschiedenen Personen unterschiedlich leicht oder schwer. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und da, wo es wirklich was Positives bewirkt, glaube ich, wird es auch eine verhaltensändernde Geschichte sein über die Krise hinweg. Bei anderen kann es eben dazu führen, dass das möglicherweise langanhaltende Probleme entstehen. Ganz kurz, was du gerade sagst, das passt perfekt so ein bisschen auf meine Situation gerade. Ich merke hier, sitze jetzt seit 6 Wochen mittlerweile schon im Homeoffice, wenn du so willst, klar, mitten in Berlin, aber es ist halt doch rundherum nur Beton, ne? Ich liebe es, rauszugehen, Sport zu machen. Ich habe einen kleinen Park um die Ecke. Aber wenn du da jeden Morgen die gleichen Runden drehst, ist halt irgendwann sau langweilig. Du fühlst dich so ein bisschen wie, auch wenn du die Freiheit hast, wie nicht im Knast oder so, aber du fühlst dich gefangen, obwohl du frei bist. Dieses Gefühl der Freiheit. Und jetzt habe ich etwas bei mir gemerkt. Ich habe diese Woche den ersten Auftrag wieder gehabt für eine Produktion. Wir waren mit dem Phrasenmäher unterwegs, sind nach Köln gefahren, auch bewusst so gefahren, dass wir alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten haben. Also wir haben, Kai und ich, wir sind mit einem Kleinbus gefahren. Einer ist gefahren, der andere hinten drin, beide mit Mundschutz. Aber es war einfach so schön. Ich habe während der Fahrt die ganze Zeit nur aus dem Fenster geschaut, mir die Landschaften angeguckt, andere Menschen, LKW-Fahrer. Und ich habe ein bisschen so das Gefühl gehabt, oh, jetzt geht's mir richtig gut. Die einfachen Dinge, die mir gerade wirklich gut tun, die Basics, dieses Fundamentale, was man vorher vielleicht einfach ignoriert hat, das merkt man jetzt, glaube ich, umso mehr. Gibt's da irgendwie eine psychische Erklärung dafür, was gerade mit mir passiert, ohne dass ich jetzt eine Beratung von dir haben möchte? Es geht halt tatsächlich genau in die Richtung. Also du hast es ja eigentlich benannt, das sind ja Rituale für dich, zu wissen, okay, Sport tut mir gut, mit Leuten treffen im Park tut mir gut und so weiter. Und das sind eben Dinge, die jetzt wegbrechen. Und ich glaube, du bist jetzt digital extrem gut aufgestellt. Das heißt, du wirst automatisch und intuitiv geguckt haben, wie kriegst du da Sachen kompensiert, jetzt Treffen mit Leuten per Zoom-Meeting, vielleicht trinkt man per Zoom ein Bier zusammen und so weiter. Aber letztendlich ersetzt es natürlich nicht die Sachen, die du über dein gesamtes Leben aufgebaut hast. Also das heißt, das muss man ja jetzt zurückstellen. Und das heißt, das führt erstmal ja natürlich dazu, dass in Anführungszeichen Belohnungssysteme, die super funktionieren für dich, nicht mehr da sind. Und die Kompensation ist erstmal natürlich nicht exakt das Gleiche wie das Real. Also deswegen, die Diskussion mit den Geisterspielen passt da eigentlich ganz gut. Also als wir noch nicht so viele Probleme hatten am Anfang, haben die Leute gesagt so, oh Mensch, das ist nicht mehr mein Fußball und so weiter. Mittlerweile wird sich jeder Fußballfan danach verbiegen zu sagen, dann lass mich wenigstens so ein blödes Geisterspiel gucken, einfach weil das so dermaßen fehlt. Und das sind diese Effekte, die wir jetzt haben, dass letztendlich, also das sind gewohnte Muster, die du hast, die dir gut tun, fallen weg. Das merkt der Körper. Also das heißt, der Körper ist erstmal verunsichert. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, obwohl eigentlich gerade nichts Großartiges passiert, weil du hast das so ein bisschen beschrieben wie der Tiger im Käfig. Das ist eine Stresssituation, in der du dich befindest. Und sag ruhig Tiger King. genau. Absolut. Also auf jeden Fall, wir haben jetzt permanent Stress und wenn ich eine Person bin, die damit gut umgehen kann, dann kriege ich das auch wieder hin, dass sich das reguliert. Und das hängt eben davon ab, wie gut da die Kompensation gelingt oder nicht. Und ich kann es total nachvollziehen. Ich finde es jetzt toll, dass du sagst, du bist da rausgefahren mit dem Auto und hast das irgendwie gesehen. Also ich merke das bei mir persönlich auch. Also wir haben einen Hund, ich gehe regelmäßig mit dem Hund raus. Jetzt wir halten uns sehr strikt auch an die ganze Geschichte. Und ich gucke dann eben, okay, wenn ich jetzt mit dem Hund rausgehe, möchte ich gucken, dass ich möglichst wenig Leute treffe, dies und das. Aber wenn ich dann unterwegs bin, tut mir das unglaublich gut. Da merke ich halt, das ist ein gewohntes Belohnungssystem und das wirkt jetzt umso stärker, weil ich halt sozusagen erstmal da gezwungen war, auf Abstand zu gehen. Ja, das ist wahnsinnig interessant, weil ich hatte jetzt 1-2 Gespräche mit Kollegen oder Geschäftspartnern, die auch sagten, dass sie so aktiv sind wie noch nie in ihrem Leben. Mir geht es genauso. Ich versuche seit 2 Jahren etwa diese 10.000 Schritte am Tag zu machen. Ich habe so einen Fitness-Tracker und schaffe das mit Mühe und Not schon. Und ich sag mal so, seit 6 Wochen schaffe ich das spielerisch. Erstens habe ich quasi die Zeit, ich bin weniger auf Reisen. Ich mache oft dann einfach eine Telefonkonferenz und mache einen Spaziergang dazu. Habe das nur wahrgenommen, dass ich diese Schritte locker schaffe. Aber es ist klar, dass das quasi eine
eine Kompensation des Stresses ist, ein Belohnungssystem, das ich kenne, das funktioniert und dass ich es öfter ansteuere, weil es mir eben noch zur Verfügung steht als Stressabbausystem und andere stehen mir nicht mehr zur Verfügung, wie eben Musikkonzerte oder vielleicht das Ausleben des Fantums im Fußball. Das ist wahnsinnig spannend, wie du das da beschreibst und ich glaube, das kann jeder an sich selber feststellen, wie das tatsächlich auch funktioniert. Wahrscheinlich haben wir einer sagte ganz scherzhaft, Deutschland war noch nie so fit wie jetzt in der Krise. Sven, wie siehst du das, wenn du diese Kompensation nicht bekommst? Michael geht jetzt seine 10.000, wahrscheinlich 15.000 Schritte am Tag. Ich konnte mal wieder raus was produzieren. Ich gehe auch jeden Tag Sport machen, was wirklich auch wichtig ist für den Kopf, auch mit Mix mit Meditation und auch mit selbst mit Weiterbildung und sowas. Man findet was. Was aber, wenn jemand da draußen es nicht schafft, so Dinge zu kompensieren, dass die Angst wächst, das Risiko wächst. Auch wenn man rausgeht, hat man vielleicht ein bisschen die Befürchtung, man steckt sich an oder was passiert denn jetzt? Und vor allem diese Ungewissheit, weil keiner also wirklich sagen kann, was passiert in der Zeit nach den nächsten 3-4 Wochen, wenn dann wieder jemand sagt, okay, ihr müsst noch weiter zu Hause bleiben. Was passiert da mit dem Menschen, der nicht kompensieren kann? Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein extrem zentrales Problem, was bisher auch zu wenig berücksichtigt worden ist, glaube ich, jetzt auch in den Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, auch von der Politik. Und was jetzt in den nächsten Wochen, je länger dieser Zustand, wie er jetzt ist, anhält, zum großen Thema wird. Also es ist total unseriös, glaube ich, irgendwie da Zahlen zu nennen, zu sagen, irgendwie so und so viele Menschen werden dann später, was jetzt gerade oft gemacht wird, die psychischen Probleme, die wir dann später haben, werden massiv die Gesellschaft beeinträchtigen. Und das betrifft so und so viele Menschen. Das wissen wir nicht, ob wie stark und massiv das sein wird. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ein Riesenproblem ist, weil was wir gerade besprochen haben, betrifft ja eigentlich deine Selbstregulationsfähigkeit. Also wie gut schaffst du es, mit dieser Ausnahmesituation zurechtzukommen? Jetzt ist die Geschichte, wenn ich diese externen Ressourcen nicht mehr habe oder sogar aus externen Ressourcen externe Stressoren werden, nämlich ich darf nicht raus oder ich höre draußen die Polizei und ich bin mir nicht sicher, ist das jetzt eine wichtige Nachricht? Und meine internen Ressourcen möglicherweise nicht ausreichen oder ich eben so starke innere Stimmen und Stressoren habe, dann geht es sehr stark Richtung psychische Störungen. Und zwar die verbreitetsten Störungen in der psychischen Bereich sind die Angststörungen. Also das ist ein ganzes Feld. Also es gibt generalisierte Angststörungen, spezifisch und so weiter. Aber diese hängen auch sehr oft miteinander zusammen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, das kann jetzt relativ schnell passieren. Wenn ich merke, ich bin isoliert, dann richtet sich auch die Aufmerksamkeit nach innen. Und wenn ich jetzt eben nicht jetzt so jemand bin, jetzt wie du, der sagt, okay, jetzt versuche ich dann zu meditieren, versuche meine Gedanken zu kanalisieren, versuche sie zu beruhigen vielleicht und nicht, dass sie ins Rasen kommen, dann passiert nämlich genau das. Dann fahren die Gedanken los, dann dreht sich ein Karussell und das kann dann relativ schnell zu Ängste werden oder zu Panik tatsächlich. Und das ist eine Riesengefahr, denke ich, dass wir das momentan so haben, dass wenn Ressourcen externer und interner Art wegfallen, dann wird es früher oder später sich zu einem Angstproblem entwickeln sozusagen. Und das hängt wiederum auch wieder stark mit Depressivität zusammen. Weil die Geschichte ist die, letztendlich ist unser System darauf ausgelegt, uns zu warnen, ohne dass wir nachzudenken. Also das heißt, wenn jetzt eine Schlange kommt, dann sagt dir dein Warnungssystem, da ist eine Schlange, renn oder kämpfe. Also dieses System kennt ihr alle. Das funktioniert so toll, dass das Gehirn eben das überbrückt, dich erst in Ruhe nachdenken zu lassen. Ja, ist das gefährlich oder nicht? Zack, der Körper sagt dir, das ist gefährlich. Und dieses System wird momentan ständig aktiv. Und wenn ich mir das nicht bewusst ist und ich es nicht runterreguliere, dann bin ich irgendwann mit dieser Aktivierung meines Körpers alleine. Und das führt irgendwann dazu, dass ich unter einem Dauerstress bin. Das kann er eben tatsächlich dazu führen, dass man Ängste entwickelt oder eben mit der Zeit eine ausgewachsene Depression. Das ist, glaube ich, wiederum, wir haben gerade über die positiven, ich bin selber sehr gerne ein positiver Mensch, haben wir über die Ressourcen und über die Möglichkeiten gesprochen. Aber das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, dass wenn das eben nicht da ist, die Gefahr recht groß ist, dass es für viele Menschen eben auch zu Schwierigkeiten in diesem Bereich kommen kann. Ist gut nachvollziehbar. Und wenn ich so im Vorbeigehen quasi sage, ich gehe dann halt mehr joggen, dann steht mir das ja offen, weil ich eine Frau habe, die dann vielleicht nach den Kindern schauen kann. Wir haben ja 2 Kinder und sie kann genauso öfter joggen gehen, weil dann kann ich das tun. Aber ich nehme schon wahr in meiner Filterblase auch bei Twitter oder bei LinkedIn,
dass es gerade für Alleinerziehende oder wo eben die Möglichkeiten da nicht so da sind, da besteht ja dann die Nutzung dieser externen Ressource, also dass mehr Sport machen, diese Möglichkeit besteht womöglich gar nicht, weil eben da 2 oder 3 oder 4 Kinder sind, um die man sich kümmern muss. Und dann ist es natürlich für diese Personen, die haben ja dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, gar keine Chance, dieses externe System zu nutzen, der Kompensation des Stresses. Und das wird sicherlich zu Problemen führen. Und meine Prognose ist auch, dass uns das gesellschaftlich in den nächsten Wochen noch mehr beschäftigen wird, dass die Alleinerziehenden als erstes, aber vielleicht auch, wo 2 berufstätige Eltern da sind, die mehr Stress im Job haben, Existenzängste haben, plus eben keine Chance dieser Kompensation, dass es dort wahrscheinlich, und ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen, du hast ja auch 2 Kinder, du nimmst es ja wahrscheinlich auch wahr, und ich meine auch, dass deine Frau berufstätig ist. Wie schätzt du diese Gefahr ein, dass da quasi noch ein besonderer Stressor herrscht? Genau, es ist eigentlich tatsächlich eine Sache, die aus meiner Sicht jetzt auch besondere Relevanz hat. Also zum einen tatsächlich Menschen, bei denen Ressourcen wegfallen, sind mehr gefährdet. Also ich habe mich damit auch sehr viel auseinandergesetzt, kann man auch bei mir auf LinkedIn sehen. Es gab ja die Empfehlung der Leopoldina, der Akademie der Wissenschaft. Da waren viele Sachen für alle Bereiche des Lebens dabei. Und es haben sich dann immer mehr Leute gefragt, was ist denn eigentlich mit den Familien und den Alleinerziehenden, mit den Kindern, weil wir diese Betreuung nicht haben. Und da tun sich jetzt immer mehr Leute zusammen, die auch sagen, das ist ein extrem wichtiges Thema, weil wenn die Betreuung nicht richtig geleistet werden kann und auch die Eltern keine Zeit haben, sich zurückzuziehen, mal für eine kurze Zeit. Also da hat jetzt tatsächlich ist eine Initiative gestartet, zu sagen, wir müssen in so eine Betreuung kommen, wenn es auch nur für ein paar Stunden ist, weil es einfach dazu führt, dass den Eltern die Ressourcen wegbrechen. Und auch auf der anderen Seite, was ist die wichtigste Ressource von Kindern? Das sind die Eltern. Und das heißt, wenn diese Ressource nicht richtig funktioniert, also das heißt, wenn dein Papi, der immer so entspannt war, weil er so viel joggen war, auf einmal ständig launisch ist, wenn deine Mama nicht mehr reagiert, weil sie ein Headset auf hat und die ganze Zeit mit dem Büro spricht, dann bricht die Ressource auch für die Kinder weg. Und das ist, glaube ich, tatsächlich gerade die große gesellschaftliche Gefahr, die passieren kann, dass zu viele Dinge, die den Menschen halt eine gewohnte Schatz, eine gewohnte Ressource war, wegbrechen. Und deshalb würde die Brücke zum Sport schlagen. Ich glaube, daran sieht man auch die unheimliche Kraft von Sportvereinen, weil wenn das Kind dort die Ressource Sportverein dann nutzen kann für 1-2 Stunden und dort kickt und sich auspowert und die Eltern wiederum in der Zeit eben ihre Chance haben, selber Sport zu machen oder zu meditieren oder die Zeit für sich zu nutzen. Ich glaube, daran kann man sehen, wie wichtig Sport gesellschaftlich eigentlich wirken kann als gesellschaftlicher Kit. Dadurch ist ein wunderschönes Modell, um die Kraft des Sports eigentlich so mal herleiten zu können. War mir so noch gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Absolut. Und deswegen, ich bin auch froh, dass du jetzt schon wieder den Schwank so ein bisschen ins Positive gebracht hast, weil ich denke, das ist eben auch wichtig. Wir müssen immer beide Seiten beleuchten. Aber letztendlich zeigt uns das ja, wenn Ressourcen wegbrechen, dann heißt das, wir müssen andere finden. Und eben weil ich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bin, viel im Austausch mit Projekten in diesem Bereich, unter anderem zum Beispiel auch mit den Spielverderbern. Das sind Sozialpädagogen, die Programme machen mit Sportvereinen, wo es darum geht zu sagen, wir machen jetzt hier Übungen zusammen, um Aktivierung zu finden, um zum Beispiel mit Ärger, mit Mobbing umzugehen, solche Geschichten. Und da merke ich, dass das jetzt auch fehlt, aber dass da jetzt gerade viel Kreativität unterwegs ist. Das heißt, auch unser Sportverein, wo mein Sohn da ist, die generieren jetzt Challenges, das heißt, das wird über WhatsApp, das wird über Insta-Story und so weiter, stellen die Kinder hoch, wie sie den Ball hochhalten und so weiter und so fort. Und es gibt eben jetzt auch immer mehr Initiativen, wo versucht wird zu sagen, okay, wir können zwar jetzt als Spielverderber nicht mehr auf dem Platz stehen und mit 11 Mann eine Übung machen, aber wir können zum Beispiel versuchen, über Insta-Challenges die Leute zusammenzubringen. Und dann zu sagen, mach dies, mach das und dann vielleicht Kinder zu erreichen, die sonst nicht auf die Idee kommen oder wo auch die Eltern nicht die Kapazität haben zu sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Spiel, ich denke mir jetzt mal ein lustiges Spiel aus, sondern dass das dann eben auch ein guter Impuls ist, wenn sowas von außen kommt. Und ich glaube, wir müssen da mehr gucken, wie kriegen wir das hin, um die zu erreichen, die das nicht schon automatisch machen. Also deswegen am Anfang sagte ich sofort zu Daniel, okay, du bist jetzt da digital super aufgestellt. Aber
das ist halt eben nicht überall in der Gesellschaft so. Und ich glaube, das ist eben wichtig zu gucken, wie können wir jetzt diese Möglichkeiten, die jetzt wir in unserer Blase, wie du das immer sagst, Michael, gut nutzen und das auch sehen, wie kriegen wir die Leute erreicht, die nicht in dieser Blase leben oder die auch gar nicht wissen, wie sie das nutzen können, um zu kompensieren, was ihnen momentan fehlt. Digital gut aufgestellt ist das eine. Auf der anderen Seite merke ich persönlich für mich, ich brauche diesen sozialen Kontakt. Ich muss mit Menschen in Kontakt kommen, sonst gehe ich kaputt. Das ist für mich etwas, so eine externe Ressource, wie du sie genannt hast, die für mich extrem wertvoll ist. Gar nicht jetzt aus so einer Art von Bestätigung, die man für irgendetwas braucht, was man arbeitet. Vielmehr, um auch andere fragen zu können, wie geht's ihnen, so Gefühle auszutauschen. Ich habe lustigerweise, was ich bei mir festgestellt habe, Berlin, Großstadt, große Häuser, ist eigentlich per se sehr anonym. Du glaubst gar nicht, was ich in den letzten Wochen über meine Nachbarn rausgefunden habe, die ich morgens auf dem Weg zum Bäcker gesehen habe oder die plötzlich mal Pakete abholen, weil ich hier zum neuen DHL-Stand geworden bin. Sehr, sehr interessant, was man dann so entdeckt. Wie ist das bei euch? Habt ihr da ähnliche Beobachtungen bei euch? Es ist lustig, weil ich kriege das jetzt wirklich von vielen Leuten mit. Also ich glaube erstmal, ich kriege es von den Kindern mit, die extrem drunter leiden, dass sie ihre Freunde nicht sehen können. Also das ist halt mit einer Vierjährigen eine Zoom-Konferenz zu machen, das ist für die ratzfatz nicht mehr spannend, beziehungsweise es kann einfach das gemeinsame Spielen nicht ersetzen. Und daran sieht man eigentlich, da bin ich jetzt wieder Entwicklungspsychologe, wir sind halt soziale Wesen und die Menschheit ist so erfolgreich durch das soziale Miteinander geworden. Und dass das jetzt wegbricht, das ist klar, dass das für uns alle schwierig ist. Und ich finde, das sieht man jetzt wirklich auch bei den Kindern, und das merke ich bei mir auch. Und wir versuchen tatsächlich da zu sehen, wie kriegt man das aktiviert. Und wir haben noch nie so viel am Zaun gestanden und mit den Nachbarn gesprochen, weil es ist einfach ein Riesenunterschied ist. Also wie gesagt, also die Kinder unterhalten sich lieber mit der 50-jährigen Nachbarin, weil es ein echter Mensch ist und mal was anderes als Mama und Papa, als irgendwie das dritte Zoom-Meeting mit den Kindern. Also man aktiviert halt jetzt irgendwie Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht so beachtet hat. Also und da sind wir auch wieder, was bleibt? Vielleicht bleibt es auch, dass wir mit den Nachbarn häufiger mal am Zaun quatschen. Ja, das wäre noch so ein bisschen meine Frage aus Business-Sicht. Wir nutzen ja die ganzen digitalen Tools jetzt, erstmal zwangsweise. Dann merken wir auch, das eine ist gar nicht so schlecht. Glaubst du, nach Ende der Krise wird es zu einer Überkompensation kommen? Also werden wir noch mehr Meetings machen? Oder glaubst du, es wird so eine Balance? Das wünsche ich mir so aus geschäftlicher Sicht, denke ich so, naja, ich muss ja nicht für jedes Meeting quasi irgendwo in den Flieger steigen oder mit der Bahn fahren oder mit dem Auto. Gibt es quasi eine Balance aus sinnvollen Vor-Ort-Meetings, die vorbereitet werden, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo die soziale Interaktion eben dann wirklich in einem Raum stattfindet, und digitalen Tools? Wird New Work quasi den Durchbruch jetzt schaffen und es bleibt alles digital, oder gibt es eben eine Überkompensation, dass wir uns nur noch treffen wollen und für jede halbe Stunde irgendwo hinfahren, um denjenigen wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen? Hast du da eine Prognose für die Zukunft? Ja, absolut tatsächlich, weil ich mache mir da viel Gedanken mit zu, weil also ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer, höre halt irgendwie auch zu den verschiedensten Themen was. Und man hört jetzt eigentlich immer mal wieder so Sachen, dass so, ach ja, jetzt ist ja die Digitalisierung durch Corona vollzogen worden, was wir all die Jahre nicht hinbekommen haben. Jetzt funktioniert das ja alles so und die Lehrer hatten vorher keine Lust und jetzt ist der Unterricht komplett digital. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich, das ist total blauäugig, weil die Lehrer sind massiv überfordert und dass das jetzt super funktioniert, kann man nicht sagen. Und dass jetzt irgendwie auf einmal alles total super easy läuft, ist so nicht der Fall. Aber, und das ist jetzt wieder die Geschichte, es ist jetzt einfach ein Change-Management-Prozess angestoßen worden. Und das heißt immer, und das ist, da waren wir vorher, vor Corona, alles Neue ist erstmal, stößt auf Ablehnung. Das heißt, ja, wir haben doch immer schon das so gemacht. Ich bin doch immer nach Singapur geflogen. Warum soll ich jetzt mit dem sprechen und so weiter? Massive Ablehnung. Und irgendwann kommt dann eine Gewöhnung und irgendwann kommt dann der Prozess, dass man sich dran gewöhnt hat und dass dann auch das Neue, das Alte ablöst. Und ich glaube, dass tatsächlich jetzt diese Corona-Geschichte dazu führt, dass einmal die Leute, die überhaupt gar keinen Kontakt damit hatten oder auch die Leute, die sich sogar aktiv dagegen gewehrt hatten, jetzt gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen und auch gezwungen sind zu sagen, wenn ich das nicht mache, dann ist mein Business in Gefahr. Wenn ich das nicht mache, dann verliere ich meine Kunden. Wenn ich das nicht mache, so wie ich, dann verliere ich meine Studenten und kriege die nicht erreicht. Das heißt, man muss das jetzt machen. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass es zum einen erstmal zu einer Auseinandersetzung und zu einer Gewöhnung führt, die wir, glaube ich, in normalen Zeiten
in so stark nie erreicht hätten. Und idealerweise führt das jetzt wirklich dazu, man gewöhnt sich dran, man erkennt die Vorteile und adaptiert es dann wirklich zu seinem Verhalten. Ich würde auch eher sagen, dass ich denke, dass das Repertoire der meisten Menschen sich jetzt erweitern wird. Und das werden aber auch die wirtschaftlichen Bedingungen werden das auch ein bisschen mit diktieren. Ich denke, dass in Firmen jetzt auch mehr entschieden wird. Fliegen wir dahin oder machen wir einen Zoom-Call? Schreibe ich eine Mail oder schreibe ich einen Brief oder organisiere ich meine Teams über Slack? Mache ich jetzt noch ein Meeting und noch eine Runde oder sage ich, ich versuche einen Prozess zu optimieren, indem ich sowas wie Trello nutze und sage, das sind tatsächlich Dinge, da habe ich wohl gemerkt, vor Corona war es doch nicht so effektiv, wie wir uns gedacht haben. Und deswegen, also erstmal, wir werden alle, weil wir danach dürsten, so wie Daniel das gesagt hat, wieder viel in die sozialen Kontakte gehen. Aber ich denke auch rein aus wirtschaftlicher Sicht, dass Wirtschaftsunternehmen, auch die Vereine, alle, die irgendwie mit Kommunikation und Treffen von Menschen zu tun haben, jetzt einfach dazu gezwungen worden sind, zu sehen, was gibt es für Möglichkeiten und idealerweise dann zu einer viel vernünftigeren Ausbalancierung kommen, als das vorher der Fall war. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt auf einmal zum anderen Extrem wird, dass wir jetzt alles nur noch digital sind und so weiter. Sondern meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass wir jetzt einen Boost im Change-Management-Prozess hin Digitalisierung bekommen haben. Sven, schon mal vielen Dank für deinen Einblick jetzt aus der etwas anderen Sicht aufs Sportbusiness, uns einen Exkurs gegeben zu haben. Und ich glaube, die, die jetzt noch zuhören, haben sicherlich auch einiges mitgenommen. Wir werden auch deine Kontaktdaten nochmal verlinken in den Shownotes, wenn du es möchtest, dass man dich bei Fragen und so weiter kontaktieren kann, den Austausch suchen kann. Hast du denn abschließend nochmal für die Hörer, die vielleicht auch auf externe Ressourcen angewiesen sind und merken vielleicht, dass sie schlechter gelaunt sind, schlechter drauf sind, so ein paar Tipps, wie man denn diese Kompensation sich holen kann? So ein paar Erkenntnisse, die sehr wichtig sind und die mir einfach persönlich auch schon seit Jahrzehnten sehr, sehr stark helfen. Eine der größten Erkenntnisse zur Stressforschung oder auch zu psychischen Problemen ist, dass die Leute, die flexibel sind und die Perspektive wechseln können, die können am besten mit solchen Situationen umgehen. Also sozusagen, das ist einer der Schlüsselgeschichten zum Thema Resilienz. Das heißt, wenn ich mich an neue Situationen gewöhnen kann oder auch mich damit arrangieren kann, dann ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und wir haben da, in unserer Persönlichkeit ist das sehr stark verhaftet, aber ich glaube, dass auch wenn man ein sehr rigider Mensch ist, dass wenn man sich das bewusst macht in der aktuellen Situation, dass wir alle Menschen betroffen sind, dass nicht nur ich damit betroffen bin und dass nicht nur ich mich anpassen muss, sondern das müssen alle, dann ist das, glaube ich, eine Geschichte, die einem erstmal auch weiterhilft, also erstmal diese Erkenntnis zu haben und dann eben zu versuchen, wie kann ich wirklich Schritt für Schritt im Kleinen Dinge verändern und anpassen. Und deswegen diese kognitive und auch die Flexibilität im Verhalten ist extrem wichtig. Und die hilft uns halt dann tatsächlich auch aus solchen Themen rauszukommen. Eine andere Geschichte ist, was ich schon seit Schulzeiten mache, ist zum Beispiel immer, wenn mich eine Sache besorgt oder wenn ich das bedrohlich finde oder wenn ich denke, oh Gott, was wird denn jetzt passieren? Dann überlege ich mir immer den absoluten Worst Case. Also was ist echt das Allerschlimmste, was passieren kann. Und was die meisten Leute machen, dann überlegen die, was könnte denn einigermaßen okay passieren. Ich habe mir schon sehr früh angewöhnt, mir zu überlegen, was ist der absolute Best Case? Also was wäre jetzt der Hammer? Dass ich wirklich ein leuchtendes Gegenbeispiel zu diesem schrecklichen Szenario des Worst Case habe. Und dann wird mir eigentlich immer relativ klar, dass wenn irgendwas da in der Mitte passiert, dann ist es doch in Ordnung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der absolute Worst Case passiert oder dass das absolute Super-Ding passiert, ist beides nicht so hoch. Aber dass das in der Mitte passiert, das ist relativ wahrscheinlich. Und das führt eigentlich dann relativ schnell dazu, dass man zu einer gesünderen Einordnung von schwierigen Situationen oder Problemen geht. Und das funktioniert eigentlich bei fast allen Sachen. Das ist eine Sache, die ich auch mit Studierenden immer mache zum Thema Prüfungsangst und so weiter. Nennt sich dann in schlau Reframing, dass man eben tatsächlich eine Situation erkennt und sie eben einer anderen Bedeutung gibt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Reframe heißt nicht ignorieren und eine Sache einfach schönreden, sondern Reframing heißt, ich akzeptiere einen Zustand und dann überlege ich, was resultiert aus diesem Zustand. Und da kann ich mir dann diese Szenarien bringen und kann dann eben rein von der Wahrscheinlichkeit her davon ausgehen, dass wahrscheinlich was da in der Mitte passiert. Und das hilft ungemein, tatsächlich eine neue Perspektive einzunehmen. Ich glaube, das sind Dinge, die jeder für sich so ein bisschen praktizieren kann und die auch relativ schnell weiterhelfen.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Das heißt, du sagst zum einen, Adaption ist wichtig. Das heißt, die Perspektive wechseln zu können, sich in andere hineinzuversetzen, zu merken, ja, uns allen geht so. Wir starten alle gefühlt neu. Ich stelle mich drauf ein und ich lege jetzt los. Ich habe die gleichen Chancen wie alle anderen auch. Wir sind da nicht alleine. Also Adaption ist das eine. Und das zweite ist das Thema Reframing, sich die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist mein Worst Case? Und dann zu sagen, was ist das Beste, was passieren kann? Und dann herauszustellen, okay, es wird irgendwann in der Mitte landen und selbst der Worst Case ist vielleicht gar nicht das Allerschlimmste, was passieren kann. Ich bin am Leben, ich habe mein soziales Netzwerk, wie auch immer. Und man nimmt sich so ein bisschen die Sorgen. Also diese zwei Tipps hast du für unsere Hörer. Michael nickt hier schon recht fleißig. Ich glaube, er hat noch einen Tipp von seiner Business-Seite, richtig? Ja, ich habe mich nur wiedererkannt. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Podcast als emotionale Kneippkur bezeichnet, ganz unpsychologisch. Aber das ist letztendlich auch ein Reframing. Ich habe mir vorgestellt, was ist das Schlimmste, was durch die Krise passieren kann. Da bin ich durch das Tal der Tränen gegangen. Und dann habe ich mir halt auch vorgestellt, was sind die Best Cases eigentlich dadurch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt, ist halt riesig. Und das hat mir eben auch geholfen. Also ich habe mich eher wieder meine Unternehmerpersönlichkeit erkannt in dem Spiel Worst Case, Best Case und Wahrscheinlichkeitsberechnung irgendwie. Und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn man sich in so einem theoretischen Modell dann quasi in der Praxis wiedererkennt. Deswegen habe ich so eifrig genickt. Weißt du, das Witzige ist, das ist ja eigentlich so eine Idee von einer Normalverteilung. Das heißt, die Extrembereiche sind sehr, sehr selten und deswegen nicht so wahrscheinlich. Es ist eher wahrscheinlich, dass etwas in der Mitte passiert, da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher. Aber gerade in Krisenzeiten ist es für die meisten Leute andersrum. Es ist eigentlich wie so ein U. Die nehmen das in der Mitte, als wenig wahrscheinlich war, und nehmen die Extrembereiche, also den Extrembereich, dass es toll passiert. Doch, das ist momentan eigentlich genau das, was passiert, fällt mir gerade ein. Auf der einen Seite sagen die einen Leute, wow, ich bin so, hab so viel Zeit, ich werde so viel schlauer, die Digitalisierung funktioniert von alleine. Das ist nicht wahrscheinlich, dass das komplett passiert. Die anderen sagen, alles ist schlimm, wir werden sterben und so weiter. Aber der mittlere Bereich wird sozusagen als am wenigsten wahrscheinlich wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, der Trick in Anführungszeichen an diesen Reframing-Ansatz. Ich drehe das halt um und gehe tatsächlich auf eine Normalverteilung und werde wieder gesettelt, dass ich die Extrembereiche verlasse und auch zu einer inneren Normalität komme. Sehr, sehr spannender Einblick. Ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weitermachen, das Thema noch ein bisschen vertiefen. Etwas, was mir zum Beispiel weiterhilft, ist, bei allem, was passiert in meinem Business rundherum oder auch im Privatleben, mir selbst die Frage zu stellen oder das vor Augen zu führen, du weißt nie, wofür es gut ist. Also du weißt nicht, ob sowohl beim Positiven, wenn du einen neuen Kunden hast zum Beispiel oder was Positives erlebt hast, du weißt nie, wofür es gut ist, was daraus passiert, aber auch beim Negativen zu sagen, hey, du weißt nie, wofür es gut ist. Und zum Beispiel habe ich einen Kunden, der abgesagt hat, plötzlich hat er gesagt, du, ich habe hier noch jemanden, der will einen Podcast machen, den empfehle ich dir jetzt mal weiter, auch wenn wir jetzt keinen machen. Und der Folgeauftrag, der ist sogar fast größer als derjenige, der abgesagt hat. Also du weißt nie, wofür es gut ist. Ja, bei mir ist es immer so, mein Lieblingsspruch zurzeit ist, wir werden dadurch nicht dümmer. Also ich denke, jede Beschäftigung mit Kurzarbeitergeld, jeder KfW-Kredit, die E-Mail-Adresse von Herrn Altmaier rausfinden, führt alles dazu. Ich weiß nicht, ob es was Positives bewirkt, aber definitiv positiv ist, dass ich nicht dümmer werde. Im Gegenteil. Meine Ausbildung als Unternehmer hat nochmal einen Boost erhalten. Ich habe mich so tief eingegraben in betriebswirtschaftliche Auswertung, wie seit Gründung der Agentur nicht. Und das ist mein Lieblingsspruch. Man weiß nicht, wofür es gut ist, sondern wir werden dadurch sicherlich nicht dümmer. Im Gegenteil. So hat jeder was Positives. Sehr gut. Alles die Frage der Einstellung. Dann würde ich sagen, wir haben am Ende noch einen Barometer, den Stimmungsbarometer, hier den Real Talk Barometer. Zwei Fragen. Sven, ich bitte dich auch einmal mitzumachen. Der erste geht aber an Michael. Auf der Skala 1 bis 10, ich von 1, ich bin sehr machtlos, bis 10, ich habe alles unternehmerisch im Griff. Vor 2 Wochen standst du bei einer 3. Wo stehst du heute? Ich werde jetzt direkt mal das Modell des Reframing anwenden. Und wenn ich das so beobachte, mich in den letzten 4 Wochen, würde ich tatsächlich sagen, steigt die Stimmung eindeutig. Ich kann die Krise jetzt anders bewerten. Ich kann die anders einschätzen. Ich sehe tatsächlich auch einen Silberstreif am Horizont. Ich sehe auch Businesschancen, die jetzt entstanden sind dadurch. Deswegen würde ich da tatsächlich direkt hochgehen auf eine 6 von 10. Oh, das ist stark. Das wird die Hörer freuen, dass es dir wieder gut geht. Ja. Sven, wie ist das bei dir? Wo stehst du auf diesem Barometer? Ja, also ich muss da so ein bisschen so meine Rollen zusammenpacken.
Bei mir hat tatsächlich auch das Adaptieren sehr gut funktioniert. Bei mir startet das Semester nächste Woche und finde das ganz gut mit der Weiterbildung, was Michael gesagt hat. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt die Lernkurve in der letzten Zeit extrem hoch ist. Ich auch aus der Startup-Szene sehr, sehr viel lerne und übertragen kann. Dadurch, dass Michael schon bei einer 6 ist, muss ich ja meiner Optimistenrolle gerecht werden und gehe auf jeden Fall auf eine 7. Oh, die Lage alles liegt gut. Die Latte liegt hoch. Michael, zum Thema Optimismus. Ich glaube, Sven hat uns einiges jetzt schon auf den Weg gegeben, dass wir jetzt wahrscheinlich ordentlich pumped sind, wie nach so einem Fitness-Workout. Mit Blick in die Zukunft. Fährst du 1 voll gegen die Wand oder 10? Du gehst da gestärkt raus und du schaffst das. Hinweis, du bist vorletzte Woche von einer 6 auf eine 4 zurück. Ja, Wahnsinn. 2 Wochen her. Ich bin ja euphorisiert durch das Gespräch, aber tatsächlich auch durch die letzten 2 Wochen bestärkt, dass die Aussichten besser werden. Und ich habe das Gefühl, dass ich eben das mehr selber im Griff habe. Und wir haben viele tolle Dinge angestoßen in den letzten 2 Wochen. Und auch da gehe ich pragmatisch und auch wirklich ehrlich auf mindestens eine 6. Eine 6, ja. Sven, wie ist bei dir? Sehr nett, dass du nicht auf die 7 gegangen bist, weil dann kann ich sie ja wieder nehmen. Meine 8 wäre mir jetzt einen Tacken zu hoch. Also ich gehe da tatsächlich auch gerne auf die 7. Das freut mich. Die Stimmung steigt. Das ist gut so. Ich hoffe auch bei euch da draußen, die jetzt noch zuhören und sich diesen Podcast angehört haben. Wenn ihr jetzt was mitgenommen habt und ihr im Umfeld jemand habt, wo ihr sagt, der könnte auch davon profitieren, empfehlt den Podcast gerne weiter. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an mich, daniel@sportsmaniac.de oder michael.chillinger@apollo18.com. Sven, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man Fragen hat? Über LinkedIn. Also das ist eigentlich auch ein Weg, wo ich direkt erreichbar bin. Dann habe ich nur noch eine Frage, Michael. Was steht an für dich diese Woche? Welche unternehmerischen Herausforderungen hast du auf der Brust? Ach, da kann ich gar nicht so arg viel dazu sagen. Wir sind jetzt ja am 19. April sonntags. Es müssen noch keine Weichen gestellt werden, weder Richtung Kredit noch Kurzarbeit. Das läuft jetzt alles soweit. Das heißt, ich habe wirklich jetzt eine Woche vor mir, wo ich richtig Lust habe, mich inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen. Ich werde mich weiter damit beschäftigen, was die Corona-Situation mit dem Sportbusiness macht. Wir arbeiten da an ein paar Thesen. Was bedeuten diese Thesen fürs Business? Und ich habe richtig, richtig Spaß dran, quasi nach vorne zu denken. Und von daher ist unternehmerisch jetzt, glaube ich, wird nächste Woche erstmal sehr, sehr ruhig. Das hat mich auch 4 Wochen jetzt wirklich intensiv beschäftigt. Von daher Blick nach vorne, über Inhalte diskutieren und schauen, was wir Positives draus ziehen können. Das gefällt mir richtig, Michael, wie sich das in den letzten Wochen entwickelt hat. Ja. Sven, herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße nach Paderborn, liebe Grüße nach Frankfurt zu dir, Michael. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder, beziehungsweise im Real Talk nächste Woche wieder. Inzwischen kommt noch ein kleines Interview am Mittwoch mit Prinz Sportlich. Das ist ein Unternehmen, das hat sich aufgebaut durch Affiliate-Marketing und wir haben über Unternehmertum gesprochen. Hört euch das gerne mal an. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Ciao.